Moin zusammen und willkommen bei einer neuen Runde Witcher 3. So, wir sind dabei, gerade einen Geist zu suchen, der in einem Brunnen spukt. Boah, klingt interessant. Wie gesagt, ich habe es ja schon in anderen Aufnahmen gesagt, ich werde ein paar Nebenmissionen mitmachen, aber nicht alle, die ich finde, sonst wie gesagt, brauchen wir da Stunden. Und ja, was auf dem Weg liegt und den Level nicht schadet, nehme ich mit. Aber wie gesagt, nicht alle Missionen, weil ich glaube, das würde einfach zu lange dauern. Und wie gesagt, 150 Stunden Let's Play machen. Oh, nee. Allein die Hauptmission soll ja schon 40 Stunden dauern. Der berüchtigte Brunnen. Eine Mittagserscheinung. Was hat sie hier zu suchen? Okay, Mittagserscheinung. Bestiarum. Jetzt mit das Erscheinung. Wirksam Kampf, Bombe, Geisteröl und das Jadenzeichen. Die Mittagserscheinung ist an diesen Ort gebunden, durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Seltsam. Sie greift nicht an. Ja, wenn wir mal Glück haben. Ein Mann, mit einem Messer erstochen, starb sofort. Tiere haben ihn gefressen und nur sein Skelett übrig gelassen. Hier ist noch mehr Blut, aber es ist hart zu uns. Könnte hilfreich sein. Blutflecken. Kaum sichtbar. Hier wurde jemand entlang geschleift. Jemand, der noch lebte. Blutige Handabdrücke. Kleine Hände, die einer Frau. Jemand hat sie rausgeschleift. Sie war verwundet, hat um ihr Leben gekämpft. Niemand in Sicht. Ich könnte immer noch Spuren finden. Unter diesen Bedingungen können Blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben. Noch ein Abdruck beim Brunnen. Puh. War zu dicht dran. Was jetzt, du Stück Dreck? Sie ist geflohen, aber morgen kommt sie wieder. Etwas hält sie hier. Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunnens. Blutspuren. Fast verblichen, aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Eine Leiche hängt am Ziehseil. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau. Rund 30, nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Der Arm ist ab. Zusätzliches Gewicht. Hat sie was Schweres getragen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Hier nettes. Wow, ist ja riesig tief hier, ey.
Hier geht sogar hoch. Komm ich aber nicht hoch. Hier komme ich hoch. Muss ich hier wohl sein? Nee. Ich bin... Oder... Bin ich jetzt vielleicht schon so schnell unterwegs? Also laut Kreis muss es da hinten sein, nicht hier. Nee, 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 nee. Er hat noch so einen Brunnen gebaut, ey, hier. Unübersichtliche Windungen und so weiter. Ich sehe gerade, ich muss ja noch das Tagebuch lesen, wie es aussieht. Ich finde es aber nicht. Okay, ist ja offensichtlich. Verlasse die Höhle. Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Tagebuch müssen wir noch lesen, sehe ich gerade. Das ist aber echt cool gemacht, ne? Alleine schon, wir sind ja noch in dem Anfangsgebiet und dann so eine coole Höhle schon zu machen. So eine Brunnenquest, also Wahnsinn. Richtig genial finde ich das. Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten. Muss Geisteröl herstellen. Tränke trinken. Geisteröl herstellen. Muss ich das wirklich sauber für dich machen hier? Alchemie. Fehlt alles. Aha. Geisteröl. Was brauche ich dafür? Bärenfett und Arenalia. Tja, muss ohne gehen. Inventar. Welchen Trank? Ich kann einen Trank aktivieren. Bombe, ne, toll. Tauschen, tauschen. Hohes Fleisch. Hier. Und ein bisschen Brot.
Brot, Brot, Brot. Ich habe alles Mögliche, ne? Aber das, was ich brauche, habe ich natürlich nie. Dieses Armband, es könnte den Geist der Frau an diesen Ort binden. So, versuchen wir einfach mal unser Glück. Entweder es geht schief und muss mich wirklich noch ausrüsten. Igni. Oh. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Eine wahre Schönheit. Die sind im Kreis gefangen. Sie ist fort. Für immer. Naja, also man musste sich jetzt nicht darauf vorbereiten. Komm schon! Komm schon! Oh, nee. Langsamer. Schneller. Noch schneller. Man kann da, glaube ich, auch unterschiedliche Pferde haben, so wie ich es gelesen habe. Also. Weg da. Platz da. Aber am Anfang gibt es, wie gesagt, nur diesen Plötzer. Man kann irgendwie auch unterschiedliche Pferde bekommen. Keine Ahnung, wie das aber funktioniert. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meister Hexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Nee, behalt das Geld nicht für deine Tochter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal eine Mitgift kriege. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich einem Hexer eine geben würde. Seltsame Zeiten, nicht wahr? Seltsam und traurig. Okay. Kann man eigentlich rüstungsmäßig noch was herstellen? Ich soll mal kurz die Rüstungsstücke durchschauen. Ob man inzwischen was herstellen kann. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Kann er nichts herstellen, Acer. Voll öde. Lederstücke. Jeder Bänder, ich hab doch.
habe schon einige Dinger getötet. Schema Zwirn. Wow, ich kann einen Zwirn herstellen. Was habe ich hier? Was fehlt mir hier? Lederbänder fehlen mir, Zwirne fehlen mir. Ach du je. Wie konnte ich denn Ausrüstung zerlegen? Reparieren? Zerlegen. So. Okay. Ja, möchte ich zerlegen. So, jetzt gucken wir mal. Zum Handwerk, zum Verbauen, weil ich habe, glaube ich, jetzt die meisten Zutaten habe ich schon. Was ist denn hier? Ach so, ne. Leinen brauchen wir noch und Lederbänder. Was etwas komisch ist, die brauchen dafür Zwirn. Zwirn können wir aber herstellen. Das haben wir eine Leinen. Fehlt aber immer noch was für die Jacke. Zwirn, Lederbänder, fehlt alles noch. Was ist das? Draht. Zwei Draht bräuchten wir. Zweimal Draht. Es ist etwas nervig, dass man das hier nicht anklicken kann und dann der direkt dorthin springt zu der Herstellung. Wie es man hier dann suchen muss. Okay, wie das aussieht, kann man keinen Draht herstellen. Schnur kann man herstellen. Toll. Toll. Also. Aber Draht vielleicht bei Zeig dem Kaufen? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Ja, kann man. Eins, zwei Stück brauche ich noch. Das reicht doch, glaube ich. Das war alle Materialien für die Jacke. Oh, nett. Mehr Rüstung, mehr Resistenten, alles mögliche besser. Leb wohl. Leb wohl. Ciao, ciao. So. Jetzt können wir hier die Jacke ausrüsten. Jacke ausrüsten. Wo ist meine Jacke hin? Ach, die ist schon ausgerüstet. Kriegerlederausrüstung. Aha. Sieht die anders aus? Sehe ich jetzt anders aus? Nö, sieht mir genauso aus. Okay. Dann geht's weiter am nächsten Rum experimentieren. Zack, zack, zack. Suchst du Ärmel? Sprechen wir mit Wesen hier. Am anderen Flussufer. Am Wald? Mojan Klimmig. Guten? Ja? Was ist denn, Wolf?
Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Kreuzdorn habe ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Und du den Donner herstellst. Donner, klar. Das Rezept für Donner, was herzustellen. Das kann ich sogar herstellen. Na? Nein, nein. Bild oben, Bild unten. Oh. Okay. Okay. Wir können aber ganz kurz Quest. Da haben wir hier noch die auch noch eine Schatzsuchmission. Gucken wir mal ganz kurz nach dieser Mission. Meine Großmutter hat mich. Im Kampf gefallen. Ja, die können wir auch nicht schneller machen. Erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt und verhört. Wir haben hier viel zu tun. Er hat sehr viel. Und geschrien. So, auch mein Pferdchen. Los, los. Weiß ich, darf ich euch die Leute schon mit, dass ich wieder die Nebenmission mache. Jetzt mache ich sie noch mit und danach denke ich mal, ja. Jetzt immer mitmachen, mal nicht mitmachen. Ja, Igluir. Wie es gerade passt und ich lustig bin. Also dieses Autoreiten finde ich ja echt genial, ne? Also das war ein Monster da unten. Nein! Ah, oh, so wie verklickt denn auf das Schwert? Oh nein. Machst du das oft? Mit deinem Hund reden? Der gehört meinem Bruder Bastian.
Tja, jetzt wohl mir. Bastian hat direkt vor dem Dorf gegen die Schwarzen gekämpft. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihm gesagt, tu, was ich getan habe. Ein, zwei Finger ab, damit sie dich nicht einziehen. Aber er hatte zu viel Angst. Verdammter Mist. Ich an deiner Stelle würde mich auf dem Schlachtfeld umsehen. Hab ich. Massenhaft Leichen und Leichenfresser. Jemand hat gesagt, dass sie sich vor Feuer fürchten. Deswegen habe ich versucht, sie mit einer Fackel zu vertreiben. Unfug, sag ich dir. Ohne Husar hier wäre ich lebendig gefressen worden. Hör mal, du trägst diese Schwerter doch sicher nicht zum Spaß. Komm mit mir. Halt mir die Gule vom Leib. Hilf mir, Bastian zu finden, dann bezahle ich dich. Gut, ich helfe dir. Allerdings liegt die Schlacht schon ein paar Tage zurück. Die Chancen, deinen Bruder lebendig zu finden, sind gering. Sehr gering. Sag bloß. Aber ich will wenigstens seine Leiche finden, damit Bastian da nicht mit den Schwarzen in der Sonne verwest. Treffen wir uns auf den Hügeln vor dem Schlachtfeld. Dann gehen wir zusammen weiter. Ich meine, das sind für was für eine Stufe diese Quest ist, ne? Steht ja dort. Bei manchen steht es dort. Stufe 4 ist das hier. Wo ist mein Pferdchen? So, was ist denn hier unten los? Wow. Genau, da war meine Schulung gewesen. Plötze. Hunde-Petersilie, na das ist das, was ich brauche. Weiter so, Plötze. Hey, musst du dem Pferd nachreiten? Den Weg nach. Dem Pferd nachreiten! Den Weg nachreiten! Warum macht er das jetzt nicht? Drückt doch gar nichts. So viele Tote. Dabei hat der Krieg gerade erst begonnen. Du bist hier. Gut. Bastian, seine Leiche muss hier irgendwo sein. Unter zahllosen weiteren. Willst du sie einzeln untersuchen? Das könnte dauern. Keine Sorge. Die Rekruten aus Weißgarten führen eine kleine Blume auf dem Schild, damit sie sich in der Schlacht erkennen. Es waren nur ein paar. Wenn wir nach Blumen suchen, finden wir Bastian bald. Nichts für ungut, aber viele Soldaten haben ihre Schilde fallen gelassen. Vor allem auf der Verliererseite. Wenn wir nur den Schild finden, nimmt Husar die Fährte auf und führt uns zu Bastian. Komm, je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Suche oder auffälligen Objekt. Hat das auffällige Objekt gefunden?
Level 2 sind, ne? Ganz schön nervig. So. Ist er das? Nein, der Nachbarssohn. Na los, Husa, kannst du Bastian wittern, Junge? Ist er das? Nein, der Nachbarssohn. Alles Nachbarssohn oder wie? Na los, Husa, kannst du Bastian wittern, Junge? Immer noch nichts. Ja, gibt es hier noch irgendwas Rotes, was ich gerade übersehe die ganze Zeit? Ist er das? Nein, sieht ihm gar nicht ähnlich. Na los, Husa, kannst du Bastian wittern, Junge? Ach, immer noch nichts. Ja, wie viele Schilder haben wir schon durchsucht? Uff, die Haut ist verbrannt. Schwer zu sagen, ich weiß, aber könnte er das sein? Bastian war groß und breitschultrig. Der hier kommt mir kleiner vor. Aber vielleicht liegt das im Feuer. Er hat ihn! Husa hat seine Fährte! Komm! Aber das ist noch nicht alles. Ein Leutnant hat angeordnet, dass wir auf Kommando kacken. Da prasseln die Ballistenbolzen um uns nieder und er sagt, Soldaten mit vollem Gedärm gehen nicht aufs Schlachtfeld. Geschissen wird, das ist ein Befehl. Ist das zu glauben, der Idiot? Aufhören, du bringst mich um. Meine Rippen, das Lachen schmerzt. Du brauchst einen Druckverband. Aber zuerst, was ist hier eigentlich los? Bastian, ist er... Hat dieser Nilfgaarder dich gefangen? Nein, er hat mir das Leben gerettet. Ich hatte einen Hieb in die Seite gekriegt und einen Schlag auf den Kopf. Ich habe nichts gesehen. Rosin hier hat mich gefunden, als er übers Schlachtfeld gekrochen ist. Sein Bein ist verdreht. Da hat ein Krüppel einen Blinden geführt. Bis hierher. Ich bring dich nach Hause. Wir müssen uns um deine Wunden kümmern. Ich lasse Rosin nicht hier. Alleine stirbt er. Und zurück kann er nicht. Er ist desertiert. Sie werden ihn hängen. Und wenn sie ihn bei uns finden, dann hängen sie uns alle auf. Auch meine Liesje. Nein, der Schwarze bleibt hier. Bastian hat es nur mit der Hilfe dieses Schwarzen geschafft. Vielleicht solltest du zeigen, dass Nordlinge nicht die Barbaren sind, als die man sie in Nilfgaard hinstellt. Tja, ihr könntet Papas Kleider haben und Feldarbeit lernen. Aber dieser Akzent... Na schön, ich nehme ihn auf. Danke, Hexer. Deine Belohnung. Und die Götter mögen dich schützen. Okay.
Dann haben wir wieder eine Nebenmission erfolgreich erledigt. Und ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit zuschaut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Blugrum.